Moin zusammen, weiter geht's mit This War of Mine. Tag 18, Ausbruch von Kriminalität. Ich habe auf der Suche nach Vorräten und einige interessante Dinge mitgebracht. Arika geht es nicht mehr so gut, sie könnte Tabletten vertragen, aber Marin geht es viel besser. Wir müssen sie nur im Auge behalten. Ich werde mal so eine kleine Übersicht hier machen. Hungrig, krank. Gut, dann nimmt sie sich mal ein paar Tabletten und geht direkt ins Bett. Sie ist sehr hungrig. Und wo ist Marin? Krank, erholt sich, traurig. So, er wird jetzt mal aufstehen und diese Tabletten sollten helfen. Und er wird jetzt die Gitarre zusammenbauen. Und dann schaue ich mal, wie es damit aussieht. Oh, ich habe gar kein Fleisch mehr. So, Gitarre zusammenbauen. Und damit sollte es denen dann besser gehen. Oh, ich kann die Gitarre sogar irgendwo platzieren. Ich tue die mal hier unten mit rein. Beim Ofen, zum Sofa. So, du machst mal Wasser. Arika legt sich mal direkt hin. Oh, und da ist Fleisch fertig. Sehr gut. Das brauche ich nämlich dringend. Sechs habe ich sogar, das ist richtig gut. Hey, soll die Gitarre zu Ende bauen? Hungrig, traurig, müde. So. Und dann schaue ich mal, ob er Errungenschaft, Creature Comforts. Er nimmt sich mal die Gitarre. Währenddessen werde ich mal die Falle neu bestücken und Essen kochen. Kein Brennstoff. Den mache ich mir da mal schnell herstellen. Oh, da kommt jemand. Hey, könnt ihr mir helfen? Hungrig, krank und traurig. Gut, er geht erstmal wieder ins Bett. Hört euch wenigstens an, was ich zu sagen habe. So, was hat sie denn zu sagen? Kann ich hier bleiben? Ich bitte um Verzeihung. Es ist mir peinlich, das zu fragen, aber dürfte ich eine Weile hier bleiben? Mein Zuhause ist auf der anderen Seite der Front und ich kann dort nicht hingehen. Ich habe versucht, in meiner Kanzlei zu bleiben, doch diese Gegend ist seit kurzem äußerst gefährlich. Ich kann sonst wirklich nirgends hin. Ich würde sagen, Emilia, die sieht jetzt nicht irgendwie total badass-mäßig aus. Wir nehmen sie auf. Ihr werdet es nicht bereuen. So, ich schaue mal in die Biografie. Sie ist verletzt. Emilia, mein Vater war ein pragmatischer Mann. Er hat uns ständig an die Wichtigkeit von finanzieller Absicherung erinnert. Deshalb bin ich Anwältin geworden, so wie er. Meine Schwester sollte Ärztin werden, als der Krieg ausbrach. Sollte Ärztin werden. Als der Krieg ausbrach, hatten wir viele Ersparnisse auf dem Familienkonto. Die Währung hat aber sehr schnell an allen Wert verloren. Die Banken waren geschlossen und wir hatten kein ausländisches Geld. Innerhalb weniger Tage waren wir arm. That's life. So, aber wir haben jemanden, der hier mal ein bisschen talentierte Anwältin. Ja, was bringt mir das in einer Zeit von Anarchie. Auf jeden Fall kann sie mal viermal Essen machen. Hungrig, krank, hungrig, traurig. Sie kann sich direkt mal einbringen, indem sie uns hier ein bisschen versorgt in der Butze. Sie ist verletzt. Ein viertes Bett würde ich jetzt nicht unbedingt für sie jetzt extra bauen.
Hungrig, krank, erholt sich. Hungrig. Ups. Krank, erholt sich. Auf Medikamenten und erholt sich. Ach, guck mal. So, sie kann sich mal verbinden. Hungrig, traurig. Na, liegen bleiben. So, sie hofft, dass es sich besser, dass es ihr gleich besser geht. Und dann kann sie noch mal ein bisschen Schnaps brennen. Ja, zweimal brauche ich dann Brennstoff noch. Ups. Buch will ich auch nicht verbrennen. Ist das Holz schon wieder alle? Gleich macht sie nochmal Wasser. Und ab nach oben. Ja, Brennstoff ist leider... Ja, zweimal habe ich noch. Für die Schnapsbrennerei gleich. Auf Medikamenten erholt sich, hungrig, traurig, müde, krank, erholt sich. So, direkt neues Wasser machen. Hungrig, traurig, müde. So, und ab nach unten. Hackengas. Hier mal Schnaps habe ich. Ist jetzt die Frage, wohin ich gehe. Ob ich nochmal zur Werkstatt gehe, da irgendwie geguckt, dass ich irgendwas handle. Ich weiß auch nicht, ob sich das Sortiment oder das Angebot irgendwie erneuert. Auf jeden Fall brauche ich viel Holz. Ich muss mal gucken. Die Axt, mit der Axt könnte ich eigentlich nochmal irgendwie losziehen. Ich kann mir aber auch mal ein neues Gebiet anschauen, wie es damit aussieht. So. Kann sie noch mal ein paar Kippen machen. Ich kann mir mal die Biografie der anderen anschauen. Tag 18. Wenn ich keine Medikamente kriege, werde ich nicht überleben. Ja. So, und bei ihm ohne Medikamente wird diese Krankheit uns alle töten. Meine Freunde sind sehr krank, ich muss was unternehmen. Ich würde sagen, Marin holt sich auch noch mal Medikamente und geht danach direkt wieder ins Bett. Und was habe ich noch so an Baumaterialien? Ja, bis auf Holz bin ich eigentlich ganz gut dabei. Ich schaue mit Marin noch mal kurz ins Radio. Dank einiger Abwürfe der humanitären Hilfe ist Kaffee erneut in Pogon verfügbar. Er ist zwar immer noch ein teures Gut, aber die Preise grenzen nicht mehr an Halsabschneiderei. Okay, das hilft uns schon mal, dass wir kein Kaffee mehr kaufen oder verkaufen. So, er geht wieder ins Bett. Oh, was ist mit... Kein guter Tag. Dann setze ich mal ein bisschen auf die Couch. Ich weiß auch nicht, wie man ein Buch lesen kann. Ich habe Schmerzen, ich lege mich für eine Weile ins Bett. Ja, das kannst du machen. Ich hoffe ja nicht, dass sie uns verarscht und wieder abhaut. So, und die Nacht bricht herein. So, die Frage ist jetzt, wo gehe ich hin? Kirche, Militärstützpunkt, ins Doppelhaus vielleicht. Die eine Hälfte ist eine Ruine, in der anderen leben allerdings Leute. Sie scheinen feindselig zu sein. Nachts werden ab und zu Schüsse aus der Richtung abgefeuert. Wahrscheinlich könnten wir den verlassenen Teil gefahrlos nach Vorräten absuchen. Vom bewohnten Teil sollten wir uns jedoch besser fernhalten, es sei denn, wir sind verzweifelt. Ich würde sagen, da gehe ich hin mit Katja. Und der Rest, den Rest lasse ich mal alle schlafen, oder? Hungrig? Nee, die sind nicht müde. Sind alle nicht müde. Dann würde ich mal sagen, die Neue kann Wache stehen, aber nicht alleine, zusammen mit Marin.
Dann können die sich vielleicht ein bisschen kennenlernen oder die beiden Mädels zusammen und Marin ruht sich noch ein bisschen aus. Und dann gehe ich ins Doppelhaus. Vorbereiten. So. Ich nehme eine Säge mit und ein Stemmeisen. Wer weiß, wo ich da durch muss. Und eine Schaufel nehme ich auch nochmal mit. Und dann gehen wir mal gucken. Hier habe ich ja damals mit Marco dieses Desaster verursacht. Oh, ich gehe von der linken Seite rein. Das letzte Mal mit Marco war ich von der rechten reingegangen. Ich hoffe, ich komme jetzt auf der Seite an, wo keiner ist. Da oben scheint was zu sein. Ich hoffe, dass es eine Ratte ist und nicht die Bewohner. Ansonsten wird das ein sehr kurzer Auftakt hier. Ich glaube nicht, dass es hier eine Ratte ist. Doch, da oben. Also hier unten war es wohl doch eine Ratte. Ich hoffe ja nicht, dass da jemand ist und pennt. Ich muss mich für eine Weile hinsetzen. Oh, da unten ist jemand. Ich hoffe nicht, dass der mich sieht. Schleiche ich mal rüber hier. Unten rechts sind definitiv welche. So, da ist irgendeine Geräuschquelle. Es ist eine Ratte. Okay, dann kann ich hier durch. Komme ich genau auf der richtigen Seite an. Das ist super. Ich gucke mir mal das Bild an hier, was es da zu lesen gibt. An der Wand stehen unbeholfene Buchstaben. Hanna, Thomas und ich sind bei Onkel Radu eingezogen. Wir haben Mama im Garten begraben. Papa, pass auf dich auf. Petra. Da haben wir Holz. Alle Bestandteile lasse ich da. Ich gucke auf jeden Fall nochmal in den Keller. Vielleicht gibt es da noch irgendeinen Gitterstapel, den ich aufsägen kann oder muss. Ganz viele Bestandteile, das ist super. Ups, ist gerade fast gestolpert. Waffenteile, Tabak. Lasse ich mal alles da. Ich habe gerade eben noch mal ein paar Zigaretten gemacht, 8 Stück. Schnaps habe ich auch. Ich hoffe nicht, dass die mich hier gleich sieht. Und noch mehr Bestandteile. Okay, ich habe hier massig Bestandteile. Oh, pass auf. Mal sehen, wo war ich zuletzt? Ich gehe mal hier vorsichtig runter. Das war ja auch eine Ratte, wie ich ihn gesehen habe. Yep. So, dann schaue ich hier links mal rüber. Da ist nichts, dann mache ich mir mal hier auf. Da oben ist hier einer. Auf jeden Fall schon mal hier den Rückweg aufmachen. Die Nacht ist auch schon wieder halb durch hier. Ach, hier geht's gar nicht raus. Das ist blöd. Ich dachte, hier wäre eine verrammelte Tür oder so. Noch mehr Tabak. Ne, ich würde dann eher Holz mitnehmen wollen. Den Tabak kann ich auch ein anderes Mal holen. Noch mehr Tabak. Waffenteile. Das ist gut. Morgen komme ich definitiv wieder. Es sei denn, zu Hause passiert irgendeine Scheiße, dass ich nochmal ins Krankenhaus muss. Da habe ich Holz. Und, oh, das ist natürlich auch nicht zu verachten. Ich guck mal hier vorsichtig rüber. Komme ich da irgendwie nach unten? Oh ja, cool. Schauen wir hier nochmal. Mir rennt aber langsam die Zeit weg. Definitiv komme ich morgen wieder. Ganz viele Waffenteile, die brauche ich früher oder später. Oh, da war jemand. So, auf jeden Fall nochmal hier den Mist wegschaufeln. Dann brauche ich morgen die Schaufel nicht mitnehmen. Das ist viel einfacher mit einer Schaufel. Sobald sie sagt, ja, ich muss mich irgendwie auf den Rückweg machen, werde ich auch direkt die Beine in die Hand nehmen. Die Schaufel leistet gute Arbeit. Ich hoffe nicht, dass der mich hört.
Ich hoffe auch nicht, dass hier jemand runterkommt. Oh, ich muss weiter schaufeln. Ich dachte, ich wäre fertig. Die Tür ist abgeschlossen. Das ist super. Die will ich auch gar nicht aufmachen. Je mehr da zwischen mir und dem anderen, den anderen ist, desto besser eigentlich. Oh. Ich gucke hier nochmal rein. Okay, er ist im Hof. Noch mehr Holz und Bestandteile. Das ist super. Und wie sieht es hier aus? Noch mehr Holz. Okay, das heißt, die Säge, Stemmeisen und die Schaufel muss ich morgen nicht mitnehmen. Ich gucke hier nochmal in den Schrank, was da drin ist. Dann müsste ich zwar klauen, aber... Noch eine Gitarre, okay. Ich weiß nicht, was die Gitarre... Okay, ab nach Hause. Ich weiß nicht, was die Gitarre an Wert hat. Ob sich das lohnt. Auf jeden Fall muss ich mich langsam beeilen, mir rennt die Zeit weg. So, im Treppenhaus nochmal schön leise. Wie geht's hier entlang? Ach cool, hier ist ein Loch, das ist umso besser. Und ab nach Hause. Hier geht noch einiges zu holen. Ganz viel Holz. Lebensmittel habe ich da. Tag 19. Ich hoffe, ich wurde nicht ausgeplündert. Natürlich wurden wir geplündert. Aber wir haben sie abgewehrt. Keiner verletzt, nichts geklaut. Ordentlich Bestandteile und Holz mitgenommen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo sind meine ganzen Leute? Sie ist da, sehr hungrig. Wie geht's Marin? Er ist auch sehr hungrig, aber er ist nur noch leicht krank, das ist super. Er muss auf jeden Fall mal ein bisschen was bauen. Und die Leute sind traurig. Ich möchte mal schauen, ob ich da irgendwie mit den ob ich irgendwie mit denen reden kann. Sie könnte Ruhe vertragen. Jo, nee, du machst erstmal da fertig. Leicht krank, traurig, müde. So, herstellen. Katja, traurig. Geh du mal Gitarre spielen, du setzt dich dazu. Und du... Ich glaube, ich habe alles gebaut, oder? Die Gitarre habe ich, drei Öfen, drei Betten. Ein Sofa, ein Radio, ein Herd, ein Rattenkäfig. Davon könnte ich vielleicht mal irgendwann einen zweiten bauen. So teuer sind die eigentlich gerade gar nicht. Wäre vielleicht für die Nahrungsproduktion gar nicht so schlecht. Kräuterwerkstatt. Und den Kräutergarten, habe ich den denn schon? Den Kräutergarten habe ich noch nicht, den kann ich mir aber auch nicht leisten. Nee, ich brauche definitiv mehr Holz. Aber erstmal mache ich noch ein bisschen Brennstoff. So, wo ist die dritte im Bunde? Du kannst dich mal um die Ratten kümmern. Hungrig, leicht verletzt und müde. So, zack. Mal gucken, was setze ich da rein. Einmal Fleisch. Jo. Hungrig. Hungrig. Sehr hungrig. So, er geht gleich essen. Hier kommt auch mal noch unten. Mir geht's nicht so gut. Ich glaube, ich habe Schüttelfrost, ja. Dann geh noch mal eine Mahlzeit essen. Du auch. Du auch. Und du gehst pennen. Dann ist sie fit für den Abend. So, und du kannst noch mal schauen. Leicht verletzt und müde. Kannst den Ofen mal anheizen. Die Wohnung kühlt ein bisschen aus. So, und du gehst ins Bett. Dann machst du noch mal... Kannst du noch mal eine Mahlzeit gönnen? Ah, Rika. Mir leicht verletzt und müde. Ja, so fleht sich mal hin. Du kannst mal kochen gehen. Und du steckst noch mal ein bisschen Brennholz rein. Und du gehst auch pennen. Wie viel habe ich noch an Brennstoff? Viermal. Eins, zwei, drei. Und einen brauche ich hier oben. Yes, passt. So. Nicht verklicken, nicht, dass ich das Bett wieder kaputt hau. Das war ein schlimmes Desaster neulich. Das war echt blöd. So, leicht verletzt, hat Essen gemacht.
Sobald das Wasser fertig ist, setzt die direkt neu wieder auf. Biografie. Hat jemand etwas Nahrung übrig? Ich muss etwas essen. Ja, hat sie doch gerade. Die anderen sind alle noch ein bisschen hungrig, aber nutzt gerade nichts. Es tut weh, ich werde hier noch zurechtkommen. Krank erholt sich. Ich glaube, ich baue noch mal eine zweite Rattenfalle mit ihm. Er ist eh nicht müde. So, Wasser ist fertig. Direkt nochmal aufsetzen. So, er baut uns nochmal eine zweite Rattenfalle. Ist jetzt nicht so teuer. Genug Bestandteile habe ich. Zahnräder finde ich ja noch ein paar. Ist nur die Frage, wo ich die hinsetze. Hier oben auf dem Dachboden mit bei oder eher im Keller hier unten. Ich setze sie mal hier oben mit rein. Haben wir da zwei Rattenfallen. Leicht verletzt und müde. Wir brauchen etwas zu essen, ja. Ich gehe gleich definitiv wieder los. So, Marin ist auch gerade gar nicht müde, oder? Nee. Gut. Zip. Sie rutscht da runter. Hier noch mal schauen. Ich kann nichts bauen. Ich glaube, Zucker hatte ich auch nicht mehr. Gut, dann haut sie sich jetzt mal ins Bett. Dann ist sie zum Abend hin fit, auch wenn das nicht mehr allzu lange ist. Und er geht. Achso, die Falle muss ich auch noch voll machen. Wenn ich Glück habe, kriege ich dann viermal Fleisch. Zweimal bleibt dann über, wenn ich die Falle zweimal neu befütter. Schnaps kann man ja übrigens auch trinken, aber nach dem letzten Mal war das nicht so doll. Die hatten einen tierischen Kater und irgendwie waren die zwei Tage komplett außer Gefecht deswegen. So, und er spielt mal ein bisschen Gitarre. Ich fürchte, dass wir beim letzten Angriff nur Glück haben. Was, wenn die nächste Gruppe noch stärker ist? Ja. Hätte, hätte, Würstchenkette. 24 Grad, das ist muckelig warm. Sie ist leicht krank und erholt sich. Sie erholt sich auch. Kaffee ist wieder verfügbar. So, dann setze ich mal hin. Hungrig und traurig. So, wie kann man die Traurigkeit? Eigentlich können die miteinander reden. Wenn man die anklickt, dann haben die manchmal mitunter so eine Art Sprechblase über dem Kopf mit Interaktionen, mit denen man mit denen machen kann. Alkohol habe ich auch genug. Ich weiß nicht, sollte ich vielleicht noch mal zur Autowerkstatt gehen zum Handeln? Oder eher nicht? Ich hoffe, dass es uns gelingt, uns es hier drin warm zu halten. Ja, sieht gut aus mit 24 Grad. Die Idee wäre natürlich... Oh, Wasser ist fertig. Ich flitze mal schnell nach oben mit ihr. Vielleicht kriege ich noch einmal aufgesetzt. Na komm, hau die Hacken hinterher, Mädchen. Yep, ich habe auch nur noch zwei Wasserfilter. Hungrig, traurig, hungrig, leicht krank, traurig. Leicht krank, traurig, leicht verletzt, erholt sich. Gut. Und die Nacht tritt herein. Oder bricht herein. Sie hat Hunger. Okay, Emilia lasse ich nochmal pennen. Arika und Marin sind leicht krank. Die beiden stehen Wache. Ich hoffe ja nicht, dass sich dadurch die Krankheit wieder verschlimmert, sonst lasse ich Marin nochmal pennen. Ja, und Katja lasse ich nochmal plündern. Wir gehen nochmal ins Doppelhaus.
Und mitnehmen brauche ich gar nichts. Hab dann 12 Inventarplätze. Ich hoffe auf eine Menge Holz. So, Mäuschen. Und ich gras einfach mal von oben nach unten ab. Und ich nehme einfach mal alles mit, was ich kann. Und unten sortiere ich dann nochmal aus. Dann kann ich eigentlich noch ganz oben aufs Dach. Vielleicht ist da ja auch noch was. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Doch, hier über eine Leiter. Tatsache. Gucke mal. Das gut, dass ich hier nochmal hin bin, zum Gucken. Vielleicht sind da ein paar Taubeneier, die man... Oh, schön viel Holz. Ein paar Taubeneier, wollte ich gerade sagen, die man da mitnehmen kann zum Essen. So. Zack. Rüber. So, alles mitnehmen. Obwohl, die Bestandteile brauche ich nicht so unbedingt. Die lasse ich da. Guck mal, ups. Na, mach nicht so ein Krachmäuschen. Guck mal, was hier so los ist. Noch mehr Bestandteile. Die tue ich aber jetzt hier links mit rüber. Eine Etage runter, also ganz oben massig Bestandteile. Ich glaube, wenn ich hier mit der Axt noch mal herkomme, kann ich auch den einen oder anderen Tisch oder Schrank zerhacken für noch mehr Holz und Brennstoff. Das wäre auch noch mal eine Maßnahme. So, hier nehme ich nur das Holz mit. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht vielleicht doch irgendwie gesehen werde von da unten. Was war das? Oh, ich kann handeln. Das ist jetzt die Frage, soll ich mich da hintrauen und einen Handel riskieren? Oder gibt's Ärger? Vielleicht morgen. Hallo, ich habe einige Sachen zum Tauschen. Willst du sie sehen? Okay, er hat mich schon gesehen. Also wenn er mich sowieso schon gesehen hat, dann werde ich ja gleich mal gucken gehen. Aber vorher schaue ich mal, ob ich irgendwas Nützliches zum Handeln mitkriege. So, da nehme ich mal alles mit. Waffenteile und Holz lagere ich hier kurz zwischen. So. Dann schaue ich mir erst nochmal um. Vielleicht finde ich irgendwas zum Handeln. Ein Teddy hatte ich ja zum Beispiel hier irgendwo rumfliegen. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Aber schon mal gut, dass er nicht rumschimpft und aggressiv wird, sondern dass ich da handeln kann. So, das ist auf jeden Fall gut mit den Konserven. Ich bin ja nur froh, dass die hier noch nicht die linke Seite geplündert haben. Das weiß ich auch nicht, ob das Spiel in der Hinsicht dynamisch reagiert und später, dass die Vorräte einfach überall weniger werden, weil die Leute natürlich auch weiter plündern oder plündern müssen. Die Gitarre klaue ich ihm jetzt nicht, um sie ihm dann zum Handeln anzubieten. Die nehme ich aber bestimmt auch nochmal mit. Die Musik wird gerade ein bisschen komisch. Da ist der Teddy. Mit dem möchte ich vielleicht handeln. Mal gucken, was er hat. Sind sie da schon zu zweit. Und noch mehr Holz. Also ich komme morgen bestimmt noch mal wieder. Mal schauen, wie es hier aussieht. So, komme ich hier denn überhaupt durch? Oder ist das ein Hinterhalt? Obwohl, dann wäre hier, glaube ich, kein Handelssymbol, oder? Bin mal gespannt. Sieht aus wie so ein kleiner Marktstand, so improvisiert. Tatsache, wir können handeln. Das ist cool. Mal gucken, was er hat. Alkohol habe ich selber. Rein Alkohol. Den könnte ich gebrauchen. Zucker auf jeden Fall mitnehmen. Dann kann ich noch mehr Alkohol selber brennen. Holz kriege ich ran. Ist jetzt die Frage. Zigaretten kann ich mir eigentlich selber drehen. Ich bräuchte nur den guten Tabak vielleicht. Gut, wir können uns handeln. Ja, cool. Mit dem Teddy. Ich gebe ihm nochmal verdammt beeindruckend. Okay. Was nehmen wir dafür mit? Die Tabletten könnte ich mal gucken. Es reicht nicht. Nee, die Tabletten sind schweineteuer. Die kann ich mir auch selber machen mit den Kräutern. Das versuche ich sonst mal. Dann kann ich selber die einfachen Tabletten auch machen. Mal gucken, was er noch haben wollen würde. Mal gucken. Ich
Den Zucker. Ja, doch, nehme ich mit. Oder ich vertick alle Dosen Futter und guck, dass ich hier. Nee. Ich dachte gerade an die Inventarplätze. Ich glaube, ich komme morgen wieder. Er sagt ja auch nicht, was er haben möchte, woran er interessiert ist. Das reicht nicht. Okay, einmal Wasser kriege ich noch mit. Und dann war es das sonst erstmal. Ein Teddy und eine Dose Futter, die ich hier sowieso gefunden habe, gegen ordentlich Kräuter, mit denen ich mir die Tabletten zur Not selber machen könnte. Und Wasser und Zucker. So viel kann ich nicht tragen. Das ist schlecht. Einen Inventarplatz habe ich sowieso hier. Sonst lasse ich das Essen mal da. Und dreimal Kräuter. Und das Wasser lasse ich sonst auch da. Okay. Ja, sonst tausche ich nur Teddy gegen Zucker. Dann komme ich morgen nochmal wieder mit irgendwie, weiß nicht, zwei, drei Flaschen Schnaps und dann gucke ich mal, dass ich ordentlich Tabak und Gedöns mitnehme. Waffenteil auf jeden Fall auch noch. Das reicht sonst erstmal. Das ist mein Vergnügen, Geschäfte zu machen, ja. Meinerseits. Lass uns mal sehen, ob es noch was zu essen gibt. So, ich will hier aus dem Keller, nehme ich mir den Kram mit. Da war noch ordentlich. Ach nee, guck mal, ich bin voll. Dann würde ich sagen, was lasse ich hier? Ich wollte auf jeden Fall Holz mitnehmen. Das Zahnrad ist einzeln, der Tabak und der Tabak ist einzeln. Und einmal Kräuter ist einzeln. So, stattdessen dann schön viel Holz. Die Tür lasse ich schön abgeschlossen. Ich hoffe ja nicht, dass sie hier über die Seite irgendwie rüberkommen und mir hier meinen Kram wegnehmen. Ich wollte noch mal in den Schrank gucken, was hier drin lag. Da sie traurig ist, würde ich sowieso erstmal nicht klauen wollen. Obwohl ich die Zahnräder auch mitnehmen werde. So, und ich glaube, das war's dann. Bin soweit voll. Morgen komme ich nochmal wieder mit, ja, mit ein paar Flaschen Schnaps. Hol noch mehr Holz ab. So, renn zum Ausgang. Super, Katja ist zurück. Es läuft ganz gut. Die vierte Person kriege ich auch mit durchgefüttert. Es hat jedenfalls bis jetzt so den Anschein. So, das war jetzt Tag 20. Hier mache ich einen kleinen Cut. Halbe Stunde ist durch. Ja, war eine gute Runde. Wir haben Zuwachs bekommen, ein Mäulchen mehr zu stopfen, aber das kriege ich hin, denke ich, mit zwei Rattenfallen da oben und den Handeln und den Lebensmitteln, die ich sonst so finde. Passt. Viel Spaß weiterhin und ciao.